30. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Abgeordneten Doris Achelwilm, Annalena Baerbock, Simone Barrientos und weitere Abgeordnete mit dem Titel Mehr Frauen in den Deutschen Bundestag, Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für gesetzliche Regelungen und weiteren Maßnahmen sowie zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Mehr Frauen in den Bundestag, Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für mehr Repräsentanz von Frauen im Parlament. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich bitte, den Platzwechsel jetzt auch zügig vorzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie freundlicherweise Platz. Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Petra Nikolaisen, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, stört es Sie, als Beleg zu fungieren für die Gleichberechtigung in Deutschland? Antwortete unsere Bundeskanzlerin mit Ja. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer aus. Aus der Tatsache, dass es Sie als Kanzlerin gebe, dürfe einfach kein Alibi werden. Und sie ergänzte, das Ziel muss Parität sein, Parität überall. Ich möchte sagen, dieses Ziel eint uns alle. Ein Frauenanteil von hier 31% im Deutschen Bundestag kann uns alle nicht zufriedenstellen. Das kann nicht unser Anspruch sein, nicht als Gesellschaft, nicht als politische Parteien und auch nicht als Deutscher Bundestag. Dazu gehört aber auch eine unbequeme Wahrheit. Quoten und Quoren sind für sich allein nicht ausreichend, um unser Ziel zu realisieren. Das Problem ist für mich zweigeteilt. Es müssen sich Frauen finden, und sie brauchen eben auch die erforderlichen Rahmenbedingungen. Erstens, es gibt nicht annähernd genug aktive Frauen an der Basis, in den Gemeindevertretungen, in den Kreistagen und als Landrätinnen oder auch als Bürgermeisterinnen. Dies habe ich schon in einer meiner vorherigen Reden zu diesem Thema immer wieder angesprochen. Und neben Durchsetzungsvermögen braucht es vor allem eben auch Zeit und Mut, um die Ochsentour mitzumachen. Und ich sage ganz deutlich, ich würde sie wieder mitmachen. Zeit für Parteiarbeit, kommunale Gremien, Ämter, Gespräche und auch Ehrenämter gehören dazu. Das ist oft Zeit, die man nicht hat. Insbesondere, wenn man als Frau und dann auch noch als Mutter meist häufiger von der Herausforderung, Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bekommen, betroffen ist. Und es braucht Mut, Mut, um zu netzwerken und sich für politische Ziele stark zu machen. Und das ja in einem überwiegend hier männlich geprägten Umfeld. Daneben braucht es auch Unterstützung und Mentoring innerhalb der Parteien, innerhalb der Gesellschaft und vom sozialen Umfeld. Nicht zuletzt auch den Rückhalt in der Familie, der für meinen Weg besonders wichtig war und immer noch ist. Wenn wir Frauen also ehrlich fördern wollen, dann müssen wir an der Basis ansetzen, Kampagnen und Aktionen machen. Wir müssen auf Frauen zugehen und das persönliche Gespräch suchen und fragen, willst du mitmachen? Engagierst du dich? Ich unterstütze dich dabei. Das ist doch genau die Einstellung, die wir mit in die Kreisverbände, in die Kommunalparlamente und an die Landtagskolleginnen und Kollegen auch herantragen müssen. Es geht darum, Frauen auf jeden politischen Ebenen zu motivieren, sie mit Vorbildcharakter sichtbarer zu machen. Nur so ermöglichen wir es überhaupt, dass Frauen vorangehen und sich auch auf ein Bundestagsmandat hier bewerben. Wir müssen diese positive Grundhaltung von der Basis bis hier zur Spitze weitertragen. Um das zu erreichen, müssen wir gleichzeitig ein anderes Problem lösen. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen im politischen Alltag und bei der Parlamentsarbeit. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen.
Es gibt neben der Kita des Bundestages hier im Reichstagsgebäude nur wenige Meter hier vom Plenarsaal entfernt ein Spiel- und Stillzimmer. Ich bin mir sicher, dass einige von Ihnen das jetzt gerade mal zum ersten Mal hören. Das ging mir auch so bis vor kurzem, aber gucken Sie doch einfach mal rein. Und dann werden Sie erkennen, dass die Veränderungen der Rahmenbedingungen bereits zum Teil da sind, wenn auch im Kleinen, und mehr geht immer. Und sie müssen nur erkannt und genutzt werden. Und dieses ist nur ein Beispiel. Ich weiß, das Kernproblem sind die strukturellen Hindernisse und Barrieren für die Frauen. Und natürlich sprechen wir dabei auch von ganz praktischen und alltagsnahen Maßnahmen. Ein Zimmer wie diesem, der Möglichkeit für sichere digitale Konferenzen und weniger Zeitaufwand für die Bürokratie. Solche Maßnahmen sind praktikabel und haben Vorbildcharakter, der weit über politische Institutionen hinausgeht. Gesetzliche Regelungen können aber nur immer ein Baustein sein. Und die Gleichberechtigung im politischen Raum lässt sich nicht per Gesetz erreichen. Wir müssen sie Schritt für Schritt verfestigen. Diese Debatte als eine von vielen alleine in dieser Legislaturperiode zeigt, alle diese Entwicklungen sind in Gange. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jüngstes Beispiel ist ein Beschluss des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020. Und danach soll eine Reformkommission zum Wahlrecht zeitnah, also noch in dieser Legislaturperiode, eingesetzt werden. Diese Reformkommission wird Vorschläge zur paritätischen Vertretung von Frauen und Männern vorlegen. Zugleich wird sie die vorhandene Dynamik aufgreifen und Empfehlungen zur Modernisierung der Parlamentsarbeit geben. Ich bin mir sicher, das Ziel ist ganz klar und auch unumstößlich. Am Ende müssen verfassungsgemäße Maßnahmen erarbeitet werden, die Frauen nicht nur die gleichberechtigte Teilhabe im politischen Raum ermöglichen, sondern sie vielmehr dazu anspornen, sich parteipolitisch zu engagieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Nikolaisen. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, erlaube ich mir wirklich einen letzten netten Hinweis. Mir ist mehrfach aufgefallen heute, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen, entweder weil sie angerufen werden im Plenarsaal oder weil sie das Bedürfnis haben, selbst zu telefonieren, ihren Platz verlassen mit dem Handy, ohne die Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen. Es gilt grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Plenarsaal, bis sie ihren Platz erreichen. Dort dürfen sie das abnehmen oder wenn sie reden, hier vom Rednerpult aus. Ich sage es deshalb wirklich, weil wir es nicht machen wegen der Fernsehzuschauer, sondern um uns selbst untereinander zu schützen und die Verbreitung des Virus zu verhindern. Ich sage das auch deshalb, weil das Präsidium des Deutschen Bundestages einmütig der Auffassung ist, dass ab der nächsten Sitzungswoche das nicht bei Ermahnungen bleibt, sondern dass es dann ordnungsrechtliche Konsequenzen haben wird. Also gewöhnen Sie sich jetzt schon mal daran, sich so zu verhalten. Das erspart dann lange Erörterungen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Beatrix von Storch, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen! Der vorliegende Antrag von Linken und Grünen ist Ausguss radikal-feministischer Ideologie ohne jede Substanz. Das ist also nicht weiter bemerkenswert. Bemerkenswert ist, dass nun auch die FDP das hohe Lied des Radikalfeminismus singt. Linke, Grüne und FDP behaupten, 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts gäbe es in Deutschland keine Gleichberechtigung. Das ist ideologisch bedingter Realitätsverlust. Männer und Frauen sind in Deutschland gleichberechtigt, und zwar zu 100%. Das Landesverfassungsgericht in Thüringen hat deswegen am 15. Juli das Paritätsgesetz höchstrichterlich beerdigt. Ich darf zitieren: Tatsächlich sind Männer und Frauen sowohl in aktiver wie in passiver Hinsicht gleichermaßen Wahl- und Teilnahmeberechtigt. Männer haben nicht mehr Rechte als Frauen und Frauen nicht mehr Rechte als Männer. Danke von hier an unsere AfD-Fraktion in Thüringen, die dieses Urteil erstritten hat. Die Thüringer AfD hat verhindert, dass der nächste Landtag nach einem verfassungswidrigen Wahlrecht gewählt wird. Sternstunde des Rechtsstaats und Grund zur Freude für alle demokratischen Parteien.
Der Souverän in diesem Land, und das wird jetzt ganz hart, insbesondere für die Linken, der Souverän in diesem Land ist das deutsche Volk und nicht irgendwelche Gruppen. Nach den von Ihnen angestrebten Quote für Bundestagsmandate nach Geschlecht, Frauen, Männer und natürlich die Diversen, kommt doch als nächstes die Quote für junge, alte, schwule, übergewichtige und Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist nichts anderes als die Rückkehr zu Gruppenrechten wie im mittelalterlichen Ständestaat. Kurz gesagt, Frauenquote ist Mittelalter. In unserer Demokratie hat jeder Staatsbürger, zu welcher Gruppe auch immer er gehört, dasselbe Recht zu wählen und gewählt zu werden. Und wer gewählt wird, der repräsentiert das ganze Volk und nicht nur irgendeine Gruppe. Deswegen ist das Paritätsgesetz so vollkommen verfassungswidrig. Und obwohl es so verfassungswidrig ist, fordert Links, Grün und FDP jetzt die Parität doch durch die Hintertür. Sie wollen eine Kommission einsetzen, die Maßnahmen prüfen soll bei der Aufstellung von Wahllisten. Lassen Sie es einfach. Die FDP lässt sich auch vor diesem kollektivistischen Karren spannen. Das ist einfach nur noch arm. Die FDP, das war einmal die Partei von Thomas Dehler und Otto Graf Lambsdorff. Heute steuert Christian Lindner, erkennbar ohne Kompass. Liebe FDP, statt sich an Linksgrün ranzuwanzen, wählen Sie doch einfach mehr Frauen auf Ihre Listen. Ganz freiwillig und so viele, wie Sie wollen. Dafür braucht es keine Kommission, dafür braucht es keine staatlichen Maßnahmen. Niemand hindert Sie, nur hören Sie auf, es den anderen vorschreiben zu wollen. Aber wie ich schon sagte, was soll man von einem Christian Lindner erwarten, der den in freier Wahl gewählten eigenen FDP-Ministerpräsidenten stürzt, um einen SED-Nachfolger an seine Stelle zu setzen. Es gibt in den Anträgen von Links, Grün und FDP keine substanziellen Unterschiede. Die Anträge sind nicht nur in Analyse und Schlussfolgerung praktisch gleich, sie sind in großen Teilen wortlaut identisch. Ihre Anträge sind ein Hoch auf den Geschlechterkollektivismus, ein Fußtritt für die bürgerliche Freiheit und ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Die einzige Fraktion, die in diesem Hause konsequent sich dem entgegenstellt und die Demokratie verteidigt, das ist die AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin von Storch. Nächster Redner ist der Kollege Mahmut Özdemir, SPD-Fraktion. Wer schon immer mal, oh, Verzeihung, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer schon immer mal wissen wollte, wo der Spruch herkommt, ich wollte mich geistig duellieren, aber Sie kamen unbewaffnet, der muss sich nur die Rede meiner Vorrednerin. Viel zu wenig zitiert wird Marie Juchacz, die vor 101 Jahr sagte, es ist das erste Mal, dass eine Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. So Marie Juchacz vor über 100 Jahren, eine sehr starke Sozialdemokratin. Was würde sie 100 Jahre später heute, wenn sie noch leben würde, sagen, wenn sie sähe, dass der letzte Deutsche Bundestag einen Frauenanteil von 37,3% hatte, der aktuelle Deutsche Bundestag allerdings knapp einen Frauenanteil von 30%. Unsere Demokratie ist bei Wahlen blind. Sie achtet nicht auf Mann und Frau, sie achtet nicht auf Jung und Alt, sie schaut auch nicht, ob jemand Mahmut oder Horst heißt. Sie ist blind, und das ist das Gute an unserer Demokratie. Jede und jeder darf kandidieren. Das ist Freiheit in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu beachten ist allerdings die Frage, wie verhält sich diese schrankenlose Freiheit der Demokratie, wenn wir uns anschauen, welche grundgesetzlichen Aufträge uns überantwortet sind von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. In Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ist uns die Gleichberechtigung als grundrechtliche Pflicht, die wir zu schützen und zu wahren haben, überantwortet. Tatsächliche Durchsetzung fördern, bestehende Benachteiligung beseitigen. Wer heute rügt,
dass es eine tatsächliche Gleichberechtigung gäbe und dass keine Benachteiligungen mehr vorhanden sind. Der hat schlicht und ergreifend die Realitäten verkannt und verpasst. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 ist erst 1994 in unser Grundgesetz angefügt worden. Und andere Regelungen sind auch nicht viel älter. Gerade einmal 100 Jahre geht es um ein allgemeines Wahlrecht für Frauen. Unsere europäischen Nachbarn haben erst in den späten 1940er Jahren, Italien, Belgien, Frankreich, diesen Schritt nachvollzogen. Und es ist auch nicht allzu lange her, dass wir über volle Bürgerrechte für Frauen reden. Erst in den 70er, 80er Jahren, das muss man sich erst mal vorstellen, ist in allen europäischen Ländern die Nachvollziehung der Gleichberechtigung auch im Bürgerrecht erfolgt. Einige Beispiele oder nur zwei Beispiele, die mir persönlich immer in Gedanken bleiben, sind zum Beispiel, dass erst 1977 im bürgerlichen Gesetzbuch es gefallen ist, dass eine Frau der Genehmigung des Mannes bedarf, wenn sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen darf. 1977. In den 2000er Jahren ist erst die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gefallen. All diese frauenverachtenden, und ich betone frauenverachtenden Regeln, sind noch nicht lange abgeschafft. Sie sind eine Schande und sie haben auch viel Leid und Unterdrückung über die Frauen in diesem Land ausgeschüttet. Wie können wir sowas endgültig überwinden? Eine Antwort ist von meiner Fraktion ganz klar: Wir brauchen mehr Frauen im Deutschen Bundestag. Und eine besondere Stilblüte ist, als ich mich auf die Rede hier vorbereitet habe, als die Schweizer das Frauenwahlrecht eingeführt haben, musste man eine Volksabstimmung machen. Und die Männer haben dann darüber abzustimmen gehabt, ob die Frauen das Wahlrecht erhalten sollen, dürfen, mögen oder können. Das ist, glaube ich, eine eher humoristische Anekdote, die ich hier beifügen möchte. Parteien wie meine vollziehen seit Jahren paritätische Listen im Reißverschluss zu Kommunalwahlen, zu Landtagswahlen und zu Bundestagswahlen. Innerparteiliche Besetzung mit Quoten, keine Frauenquote, sondern eine Quote für das unterrepräsentierte Geschlecht. In unserer Partei praktizieren wir diese Regelung, ist praktikabel, sie ist geübt, wir haben Erfahrungswerte und es ist auch offensichtlich verfassungsfest und gesellschaftlich akzeptiert, wenn eine Volkspartei wie die SPD seit über 150 Jahren, die für Gleichberechtigung, Emanzipation und Feminismus steht, das praktizieren kann, dann fordern wir sie in diesem Hause auch auf, es der SPD gleich zu tun. Diesen Weg der Gleichberechtigung verbindlich und chancengleich weiterzugehen, ist unsere Forderung als SPD. Und wir möchten eine Regelung für alle Parteien in diesem Land, für alle Parteien im Wahlrecht verankern. Wir haben sehr sorgfältig darauf geachtet, dass mit den Änderungen im Bundeswahlgesetz auch eine Reformkommission verbindlich festgeschrieben wird, die unverzüglich auch ihre Arbeit aufzunehmen hat. Das Bundesverfassungsgericht lässt dem Gesetzgeber einen sehr weiten Spielraum, wie er das Wahlrecht auszugestalten hat. Mit anderen Worten, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Es ist an uns, diese zu würdigen, und es ist an uns, diese ins Werk zu setzen. Ich rufe Sie alle dazu auf, dass wir endlich diesen Schritt gehen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege Özdemir. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Bauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen mehr Frauen im Deutschen Bundestag. Und mit diesem gemeinsamen Ziel sind wir als interfraktionelle Frauengruppe aus der Mitte des Parlaments im vergangenen Jahr zusammengekommen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben Gemeinsamkeiten gesucht, aber auch Grenzen ausgelotet. Wir wollten eine sofortige Einsetzung der Kommission mit einem ganz klaren Ziel. Genau das haben Sie von der Großen Koalition ausgebremst. Ja, und eben nicht, wie im vergangenen Januar gesagt, auch entschlossen vorangetrieben. Und was Sie uns gestern mit der Reformkommission untergejubelt haben, ist ehrlicherweise nur ein Witz, genauso wie die Wahlrechtsänderung. Die Ergebnisse sollen 2023 dann vorliegen. Aber was genau die Kommission machen wird, das bleiben Sie uns schuldig. Wir wollen endlich vorankommen. Politische Repräsentanz und Teilhabe von Frauen ist essentiell und eben kein Selbstläufer. Wie wir ja sehen, schauen Sie doch in die Reihen. Schauen Sie sich um. Unser Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist im
internationalen Vergleich auf Platz 47. Schweden, Finnland, Neuseeland sind weit vor uns. Die sind Vorreiter. Die spielen Champions League. Wir eher Kreisliga. Aber wir wollen doch auch in die Champions League kommen. Wir wollen eine bunte Mannschaft sein, gemischte Teams, die Politik gestalten mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, damit das Parlament vielfältiger, agiler, innovativer und vor allem zukunftsfähiger wird. Und Barack Obama hat es so schön gesagt, Vielfalt ist kein Akt der Nächstenliebe, sondern der Motor für Exzellenz. Und Schweden und Finnland hat es uns vorgemacht. Sie haben es geschafft, und das auch ganz ohne Paritätsgesetz, meine Kolleginnen und Kollegen. Sie haben es uns gezeigt, wie es gehen kann, und ich bin davon überzeugt, dass auch wir das schaffen können. Wir können besser werden. Als nationales Parlament haben wir eine Vorbildsfunktion. Es ist unser Anspruch und unsere Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ja, die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen beginnt bereits viel früher, in kommunaler oder auch auf Landesebene. Und ja, es ist auch Aufgabe der Parteien. Wir wissen das selbst gut genug und haben dazu auch einiges in unserer Fraktion auf den Weg gebracht. Aber auch der Deutsche Bundestag hat eine besondere Verantwortung und vor allem eine besondere Strahlkraft. Also senden wir dieses wichtige Signal hinaus ins Land, dass der Frauenanteil höher werden muss, dass wir Lösungsansätze brauchen, um auch mehr Frauen künftig in der Politik zu haben. Wir Freie Demokraten wollten und wollen eine ergebnisoffene Analyse, die Entwicklung von innovativen Ideen und Maßnahmen. Welche Barrieren sind im Vorfeld von Kandidaturen? Welche im parlamentarischen Alltag? Und wie machen es andere Länder? Also, lassen Sie uns gemeinsam von Neuseeland lernen, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Vereinbarkeit von Familie und Mandat seit vielen Jahren gelebt wird. Nutzen wir die Chance der Digitalisierung und die Vernetzung. Corona hat es gezeigt, dass vieles möglich ist. Und stellen wir die Weichen für einen globalen Kulturwandel, den wir von der Wirtschaft so sehr einfordern, für mehr Vielfalt und für ein respektvolles Miteinander. Mehr Frauen im Bundestag, mehr Vorbilder, mehr Exzellenz, das ist unser Ziel. Damit wir auch künftig ganz oben mitspielen, das wünsche ich für uns alle. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bauer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Cornelia Möhring, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Beginn dieser Wahlperiode beklagen wir den gesunkenen Anteil von Frauen im Bundestag. Jedenfalls der klügere Teil des Hauses tut es. Denn weniger als ein Drittel der Abgeordneten ist weiblich, und das ist ein nicht hinnehmbarer Tiefstand. Wir diskutieren nun auch schon lange in unterschiedlicher Intensität, wie der Frauenanteil im Bundestag erhöht werden kann. So auch in der eben von der Kollegin Bauer erwähnten interfraktionellen Arbeitsgruppe. Ein Vorschlag dieser Gruppe war, in einer offiziellen Kommission des Bundestages fachlich fundiert Wege zur Parität zu erarbeiten und dem Parlament vorzulegen. Ehrlicherweise muss man an dieser Stelle schon mal einschieben, dass die FDP diese Idee der Kommission noch nie wirklich gut fand und eigentlich immer noch erforschen will, was Frauen daran hindert, zu kandidieren. Das hat aber eigentlich ihr letzter Parteitag ziemlich gut vorgeführt, ehrlich gestanden. Gescheitert ist dann aber ein gemeinsames Agieren letztlich an den Regierungskoalitionen. Für die Union war so eine mit Sachverständigen und Abgeordneten besetzte Kommission nicht drin, was vielleicht bei einem Männeranteil von 79% auch nicht so das große Wunder ist. Und die SPD bekam ihr übliches, dann platzt uns die GroKo-Gebipper und änderte flugs Argumentation und Vorgehen. Fortan hieß es, dass eine solche Kommission eine Verzögerung wäre und die Parität im Wahlrecht entschieden wird. Wer nun aber Konkretes erwartet hat oder ein engagiertes Ringen, damit Parität auch wirklich ins Wahlrecht kommt, weiß spätestens seit gestern Pustekuchen. Denn mit der gestern verabschiedeten Reform des Wahlrechts hat die Große Koalition das Thema Parität erstmal für Jahre verschoben. Es soll nun doch eine Kommission geben, eine Reformkommission, deren Arbeit soll bis zum 30.06.2023 laufen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das nenne ich eine Verzögerung. Die Aufgabenbeschreibung dieser Kommission ist zudem sehr umfangreich. Sie soll sich mit dem Wahlrecht ab 16 befassen, der Dauer der Legislaturperiode, Vorschläge zur Modernisierung der Parlamentsarbeit entwickeln und dann irgendwann auch noch, Zitat, Maßnahmen empfehlen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten und im Bundestag zu erreichen. Übersetzt heißt das Ganze mit Blick auf Parität: Konflikt in der Regierung, peinliches Thema für die SPD, weil sie sich mal wieder nicht durchsetzen kann. Thema wird auf die lange Bank geschoben und in einer Arbeitsgruppe als eins von vielen anderen Themen versenkt. Aber Parität nebenbei abzufrühstücken, das ist der Bedeutung wirklich nicht angemessen. Und sollten dann tatsächlich essentielle Ergebnisse rauskommen, sind die jedenfalls erst Ende der nächsten Legislaturperiode aufs Ende der nächsten Legislaturperiode geschoben. Und das ist für Teile der Koalition, ist damit das lästige Thema Parität auch erstmal geschoben und stört aktuell nicht mehr. Dabei könnten wir in dieser Wahlperiode noch ganz konkrete Vorschläge für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Bundestag erarbeiten, wenn Sie dem Gruppenantrag von linken und grünen Abgeordneten heute zustimmen. Wir wollen eine zügige Einsetzung und Ergebnisse noch in dieser Wahlperiode, damit sich in der nächsten auch wirklich was bewegt und wir nicht wieder bei Null anfangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne verbindliches politisches Bekenntnis, ohne einen verbindlichen Mechanismus werden wir den Frauenanteil im Bundestag nicht erhöhen. Das wissen wir doch wirklich alle. Auf freiwilliger Basis funktioniert das in der Politik genauso wenig wie in Führungsetagen. Und natürlich, Quoten reichen nicht aus. Aber die Quote bei Listenaufstellungen zwingt Parteien dazu, in ihrer politischen Arbeit Frauen aktiv zu unterstützen und ihre Parteikultur darauf auszurichten, dass Frauen an politischen Prozessen teilhaben können und wollen. Ja, eine Verpflichtung der Parteien, bei den Kandidatenaufstellungen zu kotieren, ist rechtlich sehr herausfordernd. Sie ist aber möglich. Und sie zwingt, wenn wir die Staatszielbestimmung der Gleichstellung von Frauen und Männern ernst nehmen. Es gibt bereits einige gute Vorschläge, wie ein Paritätsgesetz aussehen könnte. Und ich finde, die sollten wir jetzt wirklich anfangen, inhaltlich zu diskutieren. Nicht im Schlagabtausch, sondern indem wir gemeinsam ernsthaft daran arbeiten. Deshalb mein Appell: Lassen wir das Thema nicht in der Versenkung verschwinden. Stimmen Sie heute unserem Antrag zu, dann können wir mit der Arbeit loslegen und haben bereits in 6 Monaten Ergebnisse. Es ist Zeit für Parität. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möhring. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulle Schaufs, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Parität von Frauen und Männern ist in diesem demokratisch gewählten Parlament ein Selbstverständnis. Denn so wird gewährleistet, dass die Bevölkerungshälften von Frauen und Männern gerecht abgebildet und der Gleichstellungsauftrag in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes bei der Partizipation erfüllt wird. Ich hoffe, in wenigen Jahren ist dieser Satz endlich Realität. Aber da sind wir noch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es waren wir Grünen, die heute diesen Gruppenantrag aufgesetzt haben. Sonst hätten Sie alle hier heute zu Parität nichts sagen können. Denn gestern in der Debatte um die Wahlrechtsreform wurde Parität von Ihnen in der Koalition mit keiner Silbe erwähnt. Noch vor kurzem hat die SPD groß getönt: Keine Wahlrechtsreform ohne Parität. Gestern kein Wort dazu. Ich muss sagen, das war entlarvend. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, es geht so nicht weiter. Ein Frauenanteil von 31% ist inakzeptabel. Es gibt viele Gründe, endlich eine gerechte Repräsentanz von Frauen herzustellen. Aber es gibt keine, sich gegen einen steigenden Frauenanteil zu verweigern. Der Unmut hat spürbar zugenommen, besonders bei den Frauen hier im Bundestag, in den Parteien, aber auch bei den Frauenverbänden und vielen Frauen, die sich nicht adäquat im Parlament abgebildet sehen. Frau Kollegin Schaufs, allen ist klar, eine Zwischenfrage. Ich möchte gerne durchsprechen.
Allen ist klar, dass für Parität jetzt dringend gehandelt werden muss, dass der Frauenanteil im Bundestag ohne Druck und ohne zügige Vorschläge womöglich weiter zurück und nicht nach oben geht. Liebe Kolleginnen, wir Frauen hier wussten, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Ein Jahr haben wir uns getroffen und gemeinsam einen Kompromiss erarbeitet. Der liegt Ihnen heute hier als Gruppenantrag vor. Das Ziel ist, noch in dieser Legislaturperiode in einer effizient arbeitenden Fachkommission ausschließlich zum Thema Parität gute Vorschläge zu erarbeiten. Diese Kommission mit Expertinnen hätte längst eingesetzt werden und arbeiten können, und ich sage sogar müssen. Heute ist die allerletzte Chance, sie zu beschließen. Und wenn Sie von der Koalition den Mut gehabt hätten, sich dafür einzusetzen, wären wir schon längst dran. Haben Sie wenigstens den Mut zuzugeben, dass Ihnen das dringende Ziel, mehr Frauen in den Bundestag, nicht so wichtig ist. Wie sonst wollen Sie uns glaubhaft machen, dass Sie eine Reformkommission ausreichend finden, in der erstens Parität als letzten Punkt unter ferner Liefen aufgeführt wird und zweitens erst im Jahr 2023 fertig sein soll? Wollen Sie, dass erst in 2023 wieder über Parität und eine Erhöhung des Frauenanteils öffentlich geredet wird? Das ist bitter, und ich sage, liebe Kolleginnen, das geht so nicht. Und es kommt eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Sie alle wissen, es gilt das Prinzip der Diskontinuität für die Arbeit des Deutschen Bundestages. Die Reformkommission mit Ergebnissen in die nächste Wahlperiode zu schieben, geht einfach nicht. Sie versprechen hier etwas, was Sie gar nicht halten können. Sie führen die Frauen und Sie führen die Verbände hinters Licht, und Sie wissen es. Verehrte Kolleginnen von Union und besonders von der SPD, Sie haben zum 100-jährigen Frauenwahlrecht große und auch gute Reden gehalten. Die Kanzlerin, die Frauenministerin, etliche von Ihnen hier. Mit dem Versprechen, jetzt sei die Zeit für Parität. Und darum sage ich, wer Veränderung will, braucht einen langen Atem. Wer Frauenrechte durchsetzen will, braucht vereinte Kräfte, gegen Widerstände anzukämpfen. Diese Kraft konnten Sie von SPD und Union hierbei nicht aufbringen. Und das ist eine herbe Enttäuschung für Frauen. Und ich muss sagen, auch ich bin total enttäuscht. Aber wir geben nicht auf, wir hören nicht auf, für Parität zu kämpfen, bis wir sie erreicht haben, weil die Zeit für Frauen ist jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schaufs. Nächste Rednerin ist die Kollegin Yvonne Macbas, CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist zunächst erstmal ein gutes Zeichen, dass wir heute erneut über eine Steigerung des Frauenanteils im Deutschen Bundestag debattieren. Denn es eint uns doch in der demokratischen Mitte das Ziel, ein Parlament zu haben, das sich gleichermaßen aus Männern und Frauen zusammensetzt. Die aktuelle Lage brauche ich nicht noch mal zu vertiefen. Sie wurde von meinen Vorrednerinnen schon deutlich gesagt. Kurzum, mit knapp 31% ist der Frauenanteil hier im Deutschen Bundestag der niedrigste seit 1998. Und es kann uns alle nicht befriedigen. Und ich möchte es wiederholt betonen, der niedrige Frauenanteil in den Parlamenten ist inzwischen auch eine Demokratiefrage. Und deshalb muss es unser aller Aufgabe sein, von Frauen und Männern, von Kolleginnen und Kollegen auf eine Verbesserung hinzuarbeiten. Und darum, kleine Randanmerkung, hätte ich mir gewünscht, dass von 14 Rednern, Rednerinnen und Rednern bei dieser Debatte nicht nur drei Männer reden, sondern vielleicht auch ein Stück weit mehr Männer heute hier das Wort ergreifen. Wie wollen wir das nun tun, den Frauenanteil im Deutschen Bundestag erhöhen? Ja, eine Kommission ist der richtige Weg. Und das haben wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch immer gesagt und immer eingefordert, liebe Conny Möhring. Wir haben nämlich einen Beschluss in unserer Fraktion, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Wir haben einen Beschluss
dafür, dass wir mit einer Enquete-Kommission diesen Weg gehen wollen. Von daher hören Sie bitte auf mit der Mär, dass die Union hier keinen geschlossenen Weg hat. Eine Kommission ist für uns genau der richtige Weg, weil es nämlich darum geht, die richtigen und die zielgenauen Instrumente und Maßnahmen zu entwickeln, sachlich zu diskutieren und Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, die sicherstellen, dass zukünftig wirklich mehr Frauen die Chance auf ein Mandat haben. Wir setzen das nun gemeinsam auch um, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner. Und gestern Abend haben wir mit der Verabschiedung des 26. Bundeswahlgesetzes auch die Einsetzung einer Reformkommission beschlossen. Und ich habe mir die Debatte genau angehört. Und auch ich hätte mir gewünscht, dass die Rednerinnen und Redner gestern Abend diese Kommission auch ein Stück weit mehr selbstbewusst vertreten, dafür einstehen, dass es diese Kommission gibt. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es werden Zukunftsfragen beraten in dieser Kommission. Zukunftsfragen, die unser Wahlrecht modernisieren und unser Parlament voranbringen werden. Ja, die Reformkommission hat mehrere Arbeitsaufträge. Jeder ist dabei berechtigt. Es ist dabei aber besonders wichtig, dass die Frage, wie eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in unserem Parlament erreicht werden kann, ganz oben auf der Agenda stehen. Schließlich betrifft dieser Punkt mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung. Daher ist es auch unerlässlich, dass die Kommission den Schwerpunkt auf diese Frage legt. Und ehrlicherweise halte ich es auch für angemessen, dass diese Kommission paritätisch besetzt sein wird. All die das heute beklagen und alle, die in ihren Vorreden heute schon das vorgeworfen haben, dass die Reformkommission mehrere Arbeitsaufträge hat, die können ja gern dazu beitragen, dass genau der eine Punkt mit dem Frauenanteil, mit der Steigerung des Frauenanteils auch vorangestellt wird und dass wir das so angehen können und dass wir vielleicht auch die Vorschläge gern vor Mitte 2023 vorliegen haben. Die relevante Frage ist aber auch, mit welchen Fragestellungen wird sich denn die Kommission befassen? Und als Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion haben wir uns dazu schon klar positioniert. Vier Leitfragen sind für uns besonders wichtig. Welche rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten stehen bei der Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern denn zur Verfügung? Welche Bedeutung für die Zusammensetzung des Bundestages nach Geschlecht haben Mandate, die über die Erst- und Zweitstimme vergeben werden? Oder auch, wie kann eine Steigerung des Wahlrechts, des Frauenanteils über das Wahlrecht erreicht werden, die sowohl bei den Listenmandaten wie bei den Wahlkreismandaten ansetzt? Und welche Voraussetzungen sind dafür denn auch nötig? Aber es geht auch darum, um die Rahmenbedingungen. Es geht um die Rahmenbedingungen im Vorfeld von Kandidaturen und auch im parlamentarischen Alltag. Ja, die entscheidenden Fragen, moderne Parlamentsarbeit und gesetzliche Maßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wir werden die vorliegenden Anträge heute ablehnen, nicht weil wir sie im Inhalt gänzlich ablehnen, sondern weil sie überholt sind. Die Reformkommission kommt, sie wird einen klaren Auftrag haben, sie hat einen klaren Zeitplan. Arbeiten wir gemeinsam in dieser Kommission daran für mehr Frauen im Bundestag und für mehr Gleichberechtigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Merkt was. Ihr berechtigter Wunsch nach mehr Männern am Mikrofon scheint von Ihrer Fraktion nicht erhört worden zu sein. Sie stellen nur Frauen als Rednerin. Aber deshalb verzichte ich darauf, der Union jetzt eine Minute abzuziehen. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Ehrhorn, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Aussage des Artikel 3 unseres Grundgesetzes ist so klar, so eindeutig, wie sie nur sein kann.
Niemand darf aufgrund seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse und so weiter benachteiligt oder bevorzugt werden. Und wenn dann im Absatz 2 dieses Artikels nun steht, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, dann können Sie das doch nicht ernsthaft umdeuten wollen in alle Menschen sind gleich zu behandeln, aber Frauen sind etwas gleicher und haben deshalb das Anrecht auf eine bevorzugende Sonderbehandlung. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und es geht hier nämlich um den Grundsatz der Chancengleichheit. Es geht eben nicht um Ergebnisgleichheit. Dass Frauen die gleichen Chancen haben, und die haben sie, heißt eben nicht automatisch, dass am Ende zwangsläufig auch das gleiche Ergebnis, also eine zahlenmäßige Parität, herauskommen muss. Sie kann herauskommen, muss aber eben nicht. Wir haben ja auch nicht die gleiche Anzahl von männlichen und weiblichen Bauarbeitern. Aber Ihnen geht es hier scheinbar immer nur um Positionen im Bundestag und um sonstige Führungspositionen. Über zu wenig Teilhabe im Baugewerbe habe ich hier noch niemanden klagen hören. Merkwürdig eigentlich. Noch einmal, das Grundgesetz garantiert Chancengleichheit, nicht Ergebnisgleichheit. Und es ist ehrlich gesagt einigermaßen beunruhigend, dass man das einigen Mitgliedern des Deutschen Bundestages immer wieder erklären muss. Erklärt hat Ihnen das vorher auch schon das Thüringische Verfassungsgericht im Zusammenhang mit dem dort geforderten Paritätsgesetz. Es ist schlicht und einfach verfassungswidrig. Punkt. Scheinbar wollen Sie das aber einfach nicht verstehen. Ganz im Gegenteil, Linke und Grüne setzen immer noch eins obendrauf. Sie fordern hier ja im Grunde Zwangsmaßnahmen, um Listenaufstellungen zugunsten von Frauen zu manipulieren. Sie fordern Sanktionen und den Entzug von Finanzmitteln. Das muss man sich mal vorstellen. Für diejenigen, die sich diesem klaren Rechtsbruch widersetzen wollen. Mit anderen Worten, sie fordern nicht weniger als die Abschaffung freier und gleicher Wahlen, der Grundlage unseres freiheitlich verfassten Rechtsstaates. Und damit, liebe Grüne und liebe Linke, zeigen Sie einmal mehr, dass Sie vor allem eines sind, nämlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Wir lehnen derartige Vorschläge selbstverständlich ab, denn wir, die AfD, sind eine Rechtsstaatspartei. Wir sind die Partei der arbeitenden Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Erhorn. Herr Kollege Erhorn, achten Sie auf Ihre Maske, bitte. Herr Kollege Erhorn. Nur Ermahnung jetzt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Leni Breimeyer für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute zwei Anträge, einer der FDP, einer von Linken und Grünen. Ganz ehrlich, in dem Zusammenhang den FDP-Antrag abzulehnen, das fällt uns jetzt nicht schwer. Schlichtweg deshalb, weil wir gern irgendwann und dauernd und überall darüber reden können, wie Familienpflichten und Mandate besser übereinander zu bringen sind. Aber hier geht es eben um, es geht hier um Quoten und sonst um gar nichts. Aber dass wir im Parlament nicht mal ein Drittel Frauen haben, das liegt daran, dass weder die FDP noch die Union und die AfD sowieso nicht irgendwelche parteiinternen belastbaren Regelungen wie Quoten haben. SPD, Linke und Grüne haben solche Regeln und siehe da, es funktioniert, Frau Nikolaisen. Und da habe ich noch nichts gesagt über die sexistischen Scherzchen Ihres Herzchens, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der FDP. Wenn Frauen so etwas sehen und hören, wird ja die Parteizentrale der FDP nicht geflutet mit Mitgliedsbeiträgen und Bereitschaft, aktiv dabei sein zu wollen. Es hat auch was mit Klima
Kleinparteien zu tun und dass die FDP in ihrem Antrag paritätische Regelungen en passant für verfassungswidrig erklärt, das schlägt dem fast den Boden aus. Es passt zu denen, aber doch nicht zu Ihnen. Wir haben diese Entscheidung aus Thüringen und die bezieht sich auf das Thüringer Verfassungsrecht und es bezieht sich nicht aufs Grundgesetz. Und Herr Erhorn, wenn Sie hier schon das Grundgesetz zitieren, dann doch bitte vollständig, weil in Artikel 3 Absatz 2 steht auch noch der Halbsatz drin und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und genau das ist das, was wir hier zu tun haben. Und die Frauen der demokratischen Parteien haben hier über ein Jahr zusammen an der Frage gearbeitet, wie wir den Frauenanteil im Bundestag erhöhen können. Ich habe die Arbeit als wertvoll empfunden und bedanke mich auch heute noch mal bei den Kolleginnen dafür. Nun war eine Kommission, die sich mit dem gemeinsamen Ziel befasst, in den Fraktionen nicht durchzusetzen. Die FDP scheute den Begriff Parität wie der Teufel das Weihwasser und die CDU wollte die Kommission nicht. So gibt es keine Mehrheit, schon gar keine Mehrheit in der Koalition, und um die geht es letztlich immer. Egal ob im Bundestag, bei Schwarz-Grün in Hessen oder Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, es braucht immer eine Koalitionsmehrheit. Und ich sage mal, hätten wir Frauen es alleine gemacht, wären wir am Ende parteiübergreifend und ich behaupte auch mit den CDU-CSU-Frauen einig geworden. Am Ende hat die Union aber gefehlt. Und selbst wenn in einem halben Jahr separate Paritätskommission Ergebnisse vorlegt, dann hätte das doch keine Auswirkungen auf die Wahl 2021. Jetzt reden wir also in der Reformkommission, die wird sich mit den Fragen befassen, mit dem Wahlalter, mit der Modernisierung der Parlamentsarbeit, mit der Dauer der Legislaturperiode und mit der gleichberechtigten Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Listen und im Parlament. Und vielleicht auch noch über mehr. Die Anhörung im Innenausschuss hat ja die Woche auch hier um eine Breite im Denken geworben. Aber seien Sie versichert, Parität und Pluralität sind Herzensthemen der Sozialdemokratie. Wir werden in der Kommission dafür werben und kämpfen, gerne mit Ihnen und nicht nebenbei. Und es stimmt, wir hätten gerne alle früher als 2023 Ergebnisse gesehen, hätten lieber schon 2021 nach einem anderen Recht gewählt. Leider ist der Fortschritt eine Schnecke, aber die Richtung stimmt. Denn wir wollen spätestens 2025 ein größeres Abbild der Gesellschaft hier sehen. Deutschland besteht nicht zu 2/3 aus Männern, nicht zu 80% aus Akademikern. Deutschland ist auch jünger und überhaupt bunter als wir hier. Das ist die Aufgabe. Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin Breimeyer. Ach, schade, ich hätte Ihnen so gern gerügt. Nächster Redner ist der Kollege Konstantin Kuhle, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Breimeyer, Sie haben völlig recht. Im Grundgesetz steht nicht nur die formelle Gleichberechtigung von Frauen und Männern festgeschrieben, sondern es steht dort eben auch der Satz, der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und da steht übrigens nicht, die Regierung wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, sondern der Staat. Und deswegen richtet sich dieser Verfassungsauftrag auch an uns alle, an die Parteien, an die Regierung, an das Parlament, an diejenigen, die hier Verantwortung tragen. Und deswegen kann ich heute für die Fraktion der Freien Demokraten sagen, wir teilen das Ziel. Es braucht mehr Frauen im Deutschen Bundestag und es ist schlichtweg Zeit, das heute hier auch miteinander zu vereinbaren. Ich will auch ganz selbstkritisch bekennen, dass es hier im Haus Fraktionen und Parteien gibt, bei denen heute schon ein angemessenes, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis besteht und dass es andere Fraktionen gibt, bei denen ein solches angemessenes, ausgeglichenes Geschlechterverhältnis nicht besteht. Und ich bin der Meinung, dass die Fraktionen, dass die Parteien, bei denen ein solches ausgewogenes Geschlechterverhältnis nicht besteht, sich an die eigene Nase fassen müssen und hier massiv an sich arbeiten müssen. Und das betrifft uns genauso wie die anderen Parteien, die davon betroffen sind. Und ich will, weil ich das immer wieder höre, hier eines ganz deutlich sagen. Wer sich heutzutage für Diversität,
für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, für mehr Frauen im Parlament einsetzt, der ist nicht links, sondern der ist professionell, meine Damen und Herren, weil das heute einfach Stand der Dinge ist. Es ist rechtlich vorgeschrieben und es ist schlichtweg auch von Vorteil für Frauen und Männer in allen Parteien, wenn Frauen mehr zu sagen haben. Und deswegen sollten wir diesen Weg gemeinsam gehen. Meine Damen und Herren, wir sind aber trotzdem als Fraktion der Freien Demokraten dagegen, das Thema Parität fest im Gesetz zu verankern. Wir glauben, dass das der falsche Weg ist. Und das liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Erstens ist das Ziel einer gleichberechtigten, einer angemessenen Vertretung von Frauen in Parlamenten ein politisches Ziel. Es ist ein Verfassungsauftrag, ja, aber es ist ein politisches Ziel. Und wir wollen, dass dieses politische Ziel Ausdruck der freien Entscheidung von Delegierten auf einem Parteitag bleibt. Wir wollen, dass über die Zusammensetzung des Bundestages der Wähler entscheidet und nicht der Gesetzgeber, meine Damen und Herren. Und so soll es auch bleiben. Und meine Damen und Herren, das zweite Argument, der zweite Grund, warum wir glauben, dass Parität nicht gesetzlich festgeschrieben werden darf, ist, dass Sie mit dieser Paritätsidee einzelne persönliche Merkmale zum entscheidenden Repräsentationsfaktor hochziehen. Und es gibt doch andere Repräsentationsfaktoren, die auch wichtig sind. Ich will Ihnen das ganz deutlich sagen. Die Kollegin Nicole Bauer, die eben hier gesprochen hat für die Fraktion, ist für mich als Staatsbürger Konstantin Kuhle eine bessere Volksvertreterin als jeder Mann aus einer anderen Fraktion. Und zwar nicht, weil sie eine Frau ist, sondern als Frau, die eine Liberale ist. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir die Gruppe, dass wir das Staatsvolk nicht künstlich aufteilen können in Gruppen, für die dann einzelne Vertreter im Parlament die Repräsentanten sind, sondern dass Frauen und Männer als Ausdruck des freien Mandats Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes sind. Und in diesem Maßstab brauchen wir mehr Frauen. Dabei haben Sie uns an Ihrer Seite. Aber am Ende kann nicht die gesetzliche Festlegung von Parität stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Nächste Rednerin ist die Kollegin Britta Hasselmann, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sexismus hat es im Deutschen Bundestag immer gegeben. Aber mit dem Einzug der AfD treten Antifeminismus und Sexismus offener und aggressiver in Erscheinung. Das erleben viele Frauen von uns alltäglich. Und dafür darf es von Frauen und Männern null Toleranz geben, meine Damen und Herren. Dagegen müssen Frauen und Männer in diesem Parlament zusammenstehen. Und das hat auch heute diese Debatte und viele davor wieder gezeigt. Meine Damen und Herren, der Konstantin Kuhle hat gerade etwas freihändig den Artikel 3 zitiert. Das sei ihm unbenommen. Ich will aber darauf hinweisen, dass aus dem Artikel 3 Absatz 2 der Staat einen ganz klaren und eindeutigen Förderauftrag im Hinblick auf die Herstellung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern hat, von Frauen hat. Und das ist der Förderauftrag, meine Damen und Herren. Und es ist doch völlig klar, dass Frauen dies einfordern. In Wirtschaft, in Gesellschaft und selbstverständlich auch in Parlamenten, meine Damen und Herren. Und das ist dringend notwendig. Und deshalb richtet sich mein Appell auch noch mal an die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion. Warum stimmen Sie unserem Antrag heute nicht zu? Sie waren es, die uns versucht haben, hier vorzuführen, nach dem Motto, es darf keine Wahlrechtsreform geben ohne Parität. Sagen mir die SPD-Frauen mal, wo wir heute stehen? Nix ist. Gestern haben Sie eine unmögliche Reform verabschiedet, kein Wort von Parität. Und dann haben Sie versucht, in den Verbänden uns Grüne und linke Frauen vorzuführen, so nach dem Motto, die meinen es nicht so ernst mit der Parität. Dabei machen Sie jetzt eine Kommission im Verschiebebahnhof und der Rolle rückwärts. Bis 23, Juni 23 darf die arbeiten, unter anderem zu Parität. Und zwar, wenn sie der Diskontinuität anheimgefallen ist, dürfen wir sie in der nächsten Legislatur wieder neu einrichten, meine Damen und Herren. Das soll ein Ersatz sein für den Antrag heute? Nein, das ist es nicht, meine Damen und Herren. Wir haben einen klaren, präzisen Auftrag mit einem kurzen Untersuchungszeitraum mit externen Expertinnen. Und ich
fordere Sie auf, heute dafür zu stimmen, wenn Sie ein Interesse daran haben, dass sich der Bundestag diesem Thema widmet. Danke. Frau Kollegin Hassmann, herzlichen Dank. Ja, nicht nur für die Beziehung der Zeit. Ich kam gar nicht dazwischen, weil eine Zwischenfrage gestellt werden sollte. Sie haben ja nicht mal Luft geholt. Deshalb erlaube ich eine Kurzintervention der Kollegin von Storch. Sie freuen sich schon, ich freue mich auch. Bei der ganzen Debatte um die Erhöhung der Frauenquote, der Sie hier alle das Wort reden, insbesondere auch die Grünen, möchte ich daran erinnern, dass Sie ja auch dem das Wort reden, dass das Transsexuellengesetz durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Jeder soll sein Geschlecht selber definieren können. Und deswegen ist die Frage notwendig und sei die Frage erlaubt, wird dann die Frauenquote auch durch Männer erfüllt, die sich als Frauen selbst definieren? Ist das ein Weg vielleicht zu einer Erfüllung der Frauenquote zu 50%, wenn die Männer sich als Frauen definieren nach ihrem eigenen Selbstbestimmungsgesetz? Ist das möglicherweise ein Weg aus dieser ach so großen Krise? Frau Kollegin Hasselmann, Sie haben mit 2 Minuten darauf zu reagieren. Vielen Dank, Herr Präsident, die brauche ich nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn es noch eines Beweises gebraucht hätte für meine These, dass mit dem Einzug der AfD Antifeminismus, Sexismus, Homophobie, Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in dieses Haus Einzug gehalten hat, dann bitte sehen Sie sich den Beitrag von Frau von Storch an, meine Damen und Herren. Ich erteile nunmehr der Kollegin Silvia Breher, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gegen Ende der Debatte möchte ich noch mal wieder zum Kern dieser Debatte zurückkommen. Worum geht es heute? Um das gemeinsame Ziel, was fast alle in diesem Hause eint. Wir wünschen uns und wir setzen uns dafür ein, dass endlich mehr Frauen Platz haben im Deutschen Bundestag. Und darüber haben wir im vergangenen Jahr intensiv debattiert und haben eine Runde gehabt, die war einfach gut und die war wirklich erfolgreich. Und warum sie erfolgreich war, das möchte ich gleich mal versuchen zu erklären. Auf jeden Fall verstehe ich einfach überhaupt nicht, wie Sie sich hier heute hinstellen und sagen können, diese Kommission war oder unsere Runde war nicht erfolgreich, weil dass wir heute debattieren und dass wir, was wir heute erreichen, das haben wir nur erreicht und das schaffen wir nur, weil wir in diesem Jahr zusammengesessen haben, auch diese Debatte. Aber worum geht es heute? Sie wollen mit Ihren Anträgen, die Sie jetzt ja aufrechterhalten, erreichen, dass eine Kommission eingesetzt wird, die einfach offen ist, die Lösungen aufzeigt, wie wir am Ende zu mehr Frauen im Deutschen Bundestag kommen. Das wollen Sie mit Ihren heutigen Anträgen erreichen und das wollten wir mit der Kommission erreichen. Aber warum stimmen wir heute nicht zu, haben Sie vorhin gefragt, Frau Hasselmann. Wir stimmen heute nicht zu, weil wir diese Kommission schon eingesetzt haben. Gestern Abend im Rahmen der Debatte um das Wahlrecht haben wir unter § 55 eine Reformkommission eingesetzt. Und diese Reformkommission soll Maßnahmen empfehlen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Männern und Frauen auf den Kandidatenlisten und im gesamten Deutschen Bundestag, das ist das Thema der Direktkandidaten, durchzusetzen. Und dafür soll es Vorschläge geben. Und diese Kommission haben wir gestern Abend schon eingesetzt. Und wir haben namentlich darüber abgestimmt. Und ich kann ja verstehen, dass Sie aus Gründen des Wahlrechts nicht zugestimmt haben. Aber es hätte eine Möglichkeit gegeben, mit einer Erklärung zu sagen, dass diese Reformkommission richtig und an der Stelle korrekt ist. Und zum Detail möchte ich noch mal auf Ihre Kritik an der eingesetzten Reformkommission, die ja auch heute laut geworden ist, eingehen. Sie haben gesagt, es ist ein Verschiebebahnhof, das ist auf die lange Bahn, diese Kommission ist ein Witz. Nein, das ist sie nicht. Sie wird zur nächsten Bundestagswahl
Bundestagswahl 25 gelten können. Zu 23 sind die Ergebnisse vorzulegen, und zwar ergebnisoffen. Kollegin Magwas hat erklärt, wie und welche Fragestellungen wir beantwortet haben wollen. Und dann können wir die Ergebnisse in der nächsten Legislatur umsetzen, zur Bundestagswahl 25. Nichts anderes würden Sie erreichen, wenn Sie heute Ihre Kommission einrichten. Und auch es wird auch nicht nur mitgeregelt, und das ist auch nicht nur ein kleiner Bestandteil der Reformkommission. In der Begründung zu § 55 steht, ein Schwerpunkt der Kommissionsarbeit wird die Frage der Beteiligung von Frauen sein. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit. Und diese Fragen werden wir im Rahmen der Reformkommission beantworten. Und ich kann Sie nur alle auffordern, das Licht, Ihr Licht und auch die Arbeit unserer Runde nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern unsere Fragen, die wir gemeinsam aufgeworfen haben, die Frau Magwas dargestellt hat, in die Reformkommission einzubringen. Dort werden wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass wir Antworten auf diese Fragen bekommen und dann zur Bundestagswahl 25 und im Idealfall auch schon mit der nächsten Bundestagswahl, nämlich ganz freiwillig, mehr Frauen im Deutschen Bundestag sind. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Dafür sollte jeder seine eigenen Hausarbeiten machen, als Fraktion, als Partei und am Ende auch in diesem Haus. Dafür stehe ich, dafür stehen viele Kollegen auch bei uns. Und insofern lassen Sie uns gemeinsam das angehen. Auf jeden Fall super, dass wir heute diese Debatte zu diesem Thema haben. Und ich freue mich auf die weiteren Auseinandersetzungen in der Reformkommission. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Breher. Nächste Rednerin ist die Kollegin Josephine Ortleb, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Parität. Die zahlenmäßige Gleichstellung von Frauen und Männern im Parlament bewegt uns nun schon eine ganze Weile. Und gerade uns demokratische Frauen eint fraktionsübergreifend das Ziel, die gleiche Repräsentanz der Geschlechter im Deutschen Bundestag zu erreichen. Und ja, zwischenzeitlich waren wir optimistisch, dass uns das als Bündnis in dieser Legislatur auch gelingt. Ein Ergebnis der damaligen Zusammenarbeit ist der heute vorliegende Gruppenantrag von Bündnis 90 Die Grünen und den Linken. Ein Gruppenantrag, mit dem eine Kommission eingerichtet werden soll, die sich ausschließlich mit Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils beschäftigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Debatte zu diesem Antrag, genau wie heute, wurde von allen Fraktionen hinreichend dargelegt, warum eine Kommission, wie in diesem Antrag gefordert, nicht zustande kam oder kommt. Die FDP ist gänzlich gegen die Einführung gesetzlicher Maßnahmen, und es scheint so, als ob sie in der Kinderbetreuung das Wundermittel für mehr Frauen im Bundestag sieht. Und auch wenn das Verhalten auch hier in der Debatte heute mancher teilweise wirklich an einen Kindergarten erinnert, ist doch vollkommen klar, Kinderbetreuung entscheidet am Ende nicht, wie viele Frauen im Bundestag sitzen. Das sind Fragen, über die wir reden müssen, keine Frage, aber es sind die Strukturen im politischen Betrieb und in der Gesellschaft insgesamt, an die wir ran müssen. Und da tut die Union sich schwer. Es fehlt ja nicht nur im Parlament an weiblicher Perspektiven. Schauen Sie sich zum Beispiel auch die Vorstände in deutschen Unternehmen an. Hier sinkt der Frauenanteil in der Krise sogar gerade noch. Wir haben dazu einen Gesetzesentwurf vorgelesen, und auch hier blockiert die Union seit Monaten. Das zeigt uns ebenfalls, strukturelle Probleme zu ignorieren, ist scheinbar auch eine konservative Spezialität. Das können wir Frauen, und auch gerade Frauen meiner Generation, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir wollen mehr Teilhabe statt ständiger Blockade. Umso mehr bedanke ich mich bei meiner Partei und der Fraktionsspitze, dass sie an den 10 Verhandlungen mit der Union um das Wahlrecht für Parität gekämpft haben. Die Position der SPD-Bundestagsfraktion war und ist dabei klar. Wir stehen für gesetzliche Maßnahmen zur Erreichung von Parität. Wir stehen für ein Wahlrecht mit Parität. Und Parität wird in den kommenden Jahren ein zentrales Thema bleiben, wenn es um die Ausgestaltung eines nachhaltigen, gerechten und modernen Wahlrechts geht. Denn sie wird in einer Reformkommission
auf Augenhöhe mit anderen Aspekten wie der Größe des Bundestags, dem Wahlalter, verhandelt. Für uns ist das Thema Parität kein Nebenschauplatz, das irgendwo neben dem Wahlrecht verhandelt wird. Nein, für uns gehört die Parität auf die Hauptbühne und muss Teil eines zukunftsfesten Wahlrechts sein. Und dafür muss man sich neben den Landeslisten natürlich auch die Direktmandate anschauen. An unsere Reformkommission werden also hohe Erwartungen gestellt, zu Recht von uns Frauen hier im Parlament, aber auch von den Frauen außerhalb dieses Hauses. Das macht auch der Deutsche Frauenrat seit Jahren deutlich. Frauen erwarten zu Recht, dass über 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts endlich die gleiche Teilhabe an politischen Entscheidungen bekommen. Und dafür müssen wir gemeinsam streiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ortlet. Als letzte Rednerin in dieser Debatte rufe ich auf die Kollegin Dr. Anja Weisgerber, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion um Parität ist aufgrund der Corona-Pandemie wie viele andere Themen zeitweise verstummt. Die Wichtigkeit und die Dringlichkeit dieses Themas ist aber geblieben. Mehr Frauen im Deutschen Bundestag, das ist auch uns als Unionsfraktion ein wichtiges Anliegen. Und deshalb hat der Koalitionsausschuss schon vor 6 Wochen die Reformkommission auf den Weg gebracht, und wir haben die Einsetzung gestern gesetzlich beschlossen. Dies zeigt die Handlungsfähigkeit der Koalition auch bei diesem Thema, und das ist ein enorm wichtiger Schritt, meine Damen und Herren. Auch wir Frauen in der Unionsfraktion haben die Einsetzung der Kommission gefordert. Und wir haben uns in die interfraktionelle Frauengruppe sehr konstruktiv eingebracht und haben entscheidende Impulse gesetzt. Ich sehe das Nicken. Jetzt setzen wir um. Wir haben diese Reformkommission, und sie befasst sich mit vielen wichtigen Fragen des Wahlrechts. Am wichtigsten ist mir natürlich der Auftrag, dass die Kommission verfassungsmäßige Maßnahmen empfehlen wird, um eine Repräsentanz von Frauen und Männern an den Kandidatenlisten im Bundestag und im Bundestag zu erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag, für mich der wichtigste Auftrag. Aber auch die anderen Themen sind wichtig. Corona hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die Modernisierung unserer Arbeit auch hier im Bundestag ist. Im Parlament hat das gesamte Parlament und jeder Einzelne gemerkt, wie wir uns in ganz hoher Geschwindigkeit auf diese neue Situation einstellen mussten, wie wir uns anpassen mussten, um arbeitsfähig zu bleiben. Das ist uns ganz gut gelungen, aber es sind immer noch ganz viele Fragen offen, wie wir auch die Digitalisierung hier leben, wenn die Pandemie wieder noch stärker zuschlägt. Und auch als Klimapolitikerin ist es mir ganz, ganz wichtig, und auch was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, dass wir dieses Thema auch intensiv angehen in der Kommission. Auch das Thema Dauer der Legislaturperiode müssen wir angehen. Ich komme aus dem Europäischen Parlament, war dort 9 Jahre lang tätig. Dort wird alle 5 Jahre gewählt. Und das ist meiner Meinung nach auch sinnvoll. Am Anfang der Legislaturperiode sind wir sehr lang befasst mit Koalitionsverhandlungen. Am Ende geht es schon wieder zu auf die Wahlen. Ich finde es wichtig, dass wir unsere Wahlperiode, unsere Legislaturperiode auch auf 5 Jahre verlängern. Und auch das ist eben ein wichtiger Auftrag dieser Reformkommission. Das Wahlrecht ab 16 Jahren hat der Koalitionspartner auf die Tagesordnung gesetzt. Die Kommission hat einen umfassenden Auftrag. Und es ist dann auch gut, dass wir nicht 5 Einzelkommissionen machen, sondern dass wir alle Themen, die das Wahlrecht betreffen, zusammen in dieser Kommission behandeln. Und wenn man dann wieder die Themen sieht, dann muss man auch sagen, in einem Jahr oder einem Dreivierteljahr wäre es ganz schwierig gewesen, diese Themen alle umfassend zu behandeln. Und deswegen müssen wir die nächsten 3 Jahre intensiv nutzen, um insbesondere bei dem Thema, das uns als Frauen ganz besonders wichtig ist, wirklich konkrete Maßnahmen, Empfehlungen zu erarbeiten. Wir werden daran intensiv mitarbeiten, meine Damen und Herren.
Und ich möchte schließen mit einer Anekdote. Und zwar meine Kinder, sie sind 7 und 9 Jahre und die haben mich kürzlich gefragt, ob eigentlich auch ein Mann Bundeskanzler werden kann. Daran sieht man, die Frauen stehen ihren Mann oder ihre Frau und sie gehen auch ihren Weg. Und wir haben bezüglich auch der Gleichberechtigung insgesamt für Frauen viel erreicht. Aber wir brauchen nicht diskutieren. Ein Frauenanteil im Bundestag von rund 30% ist einfach zu gering. Das ist kein Spiegelbild des Volkes und da muss sich etwas ändern, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich, wir müssen an vielen Fronten daran arbeiten. Wir müssen auch in der Partei daran arbeiten. Und da möchte ich auch noch mal erwähnen, dass wir als CSU schon seit langem in den Bezirksvorständen und im Parteivorstand eine Quote haben, dass wir ein Mentoringprogramm haben, das seit langen Jahren wirkt. Und ich habe gerade mit dem Kollegen Paul Lehri da darüber gesprochen. In Unterfranken macht uns auch keiner was vor. Von 5 Bundestagsabgeordneten haben wir 3 Frauen. Meine Damen und Herren, und deswegen abschließend, lasst uns doch jetzt nicht streiten über die Länge der Kommission, über die Themen, sondern lasst uns einfach gemeinsam, Frauen und Männer, parteiübergreifend daran arbeiten, dass wir bei dem Thema Gleichberechtigung und gleiche Repräsentanz von Frauen und Männern im Bundestag gemeinsam weiterkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Weisgerber. Ich schließe damit die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat auf Drucksache 23207. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Abgeordneten Doris Achelwilm, Annalena Baerbock, Simone Barrientos und weitere Abgeordnete auf Drucksache 16485 mit dem Titel Mehr Frauen in den Deutschen Bundestag, Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für gesetzliche Regelungen und weitere Maßnahmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Nee. Also man muss sich schon entscheiden. Man kann nur einmal stimmen bei der CDU, wollte ich nur sagen. Alles gut. Dann stelle ich fest, dass gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses die Beschlussempfehlung angenommen ist. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 16486 mit dem Titel Mehr Frauen in den Deutschen Bundestag, Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen für mehr Repräsentanz von Frauen im Parlament. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann stelle ich fest, dass gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses die Beschlussempfehlung angenommen ist. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, muss ich zurückkommen auf einen Vorfall von gestern anlässlich der Debatte über Fachkräfteeinwanderung zu Top 10. Der Kollege Prof. Dr. Matthias Zimmer hat mit einem Schreiben an den Präsidenten des Deutschen Bundestages gerügt, dass ich selbst als sitzungsleitender Präsident einen Zwischenruf der AfD-Fraktion nicht gerügt habe. Und ich habe mir zwischenzeitlich das Protokoll kommen lassen und der Zwischenruf lautete: Sie sind hier der Hetzer vom Dienst des Kollegen Dr. Harald Weil von der AfD-Fraktion. Gemäß § 119 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung kann der sitzungsleitende Präsident einen Zwischenruf, wenn er ihn nicht wahrgenommen hat, in der nächsten Sitzung rügen. Das ist heute. Ich erteile dem Kollegen Dr. Harald Weil für diesen Zwischenruf einen Ordnungsruf. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 31a und 31b.